guten Morgen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Richtigen Fahrauftrag habe ich heute noch nicht. Aber ich mache jetzt ein bisschen Platz hier in meiner Halle. Wir kriegen hier von der Tür bis an diese Tür. Hier wird neben an die Seite wird ein Schwerlastregal. Kein Hochregal. Schwerlastregal gebaut und da mache ich jetzt ein bisschen Platz. Stelle meine Tieflader ein bisschen anders. Stelle Dolly dann hier neben rein. Das mache ich jetzt erst. Ich habe keinen Auftrag dafür. Ich habe nur am Samstagmorgen gesagt bekommen, ich soll gucken, dass das in den nächsten Tage frei wird halt, dass der Zaun hier gestellt werden kann. Ja, machen wir jetzt. So, die hat sie abgestellt. Ajaxa stellt den jetzt von hier aus rechts nebendran. Mein Dolly stelle ich dann da rein, oder der Ajaxa steht. Ja, muss ich so machen. Der Zaun steht ja dann irgendwann hier. Wobei ich ja nicht weiß, ob ich so dann überhaupt ans Dolly dran käme. Müssen wir mal gucken, wenn es soweit ist. Dolly dran gehängt. Die Achse ist hier rechts der jetzt, die Achse links der. Das Dolly stelle ich dann hier rein. Bisschen viel Platz gelassen, aber ja, das gibt sich alles noch. Also nicht, was für ein Tieflader, das ich brauche später. Jetzt fahre ich den erstmal da rein. Ab.
Bügel und an einem Sortiergreifer. Ich weiß gar nicht, wo der hin soll. Das habe ich jetzt verlauter, lauter. Entweder habe ich nicht zugehört oder ich habe es nicht gesagt bekommen. Egal. So, auf jeden Fall lade ich jetzt diesen Bagger hier. Wo der hingeht, sage ich euch gleich. Sage ich euch in der nächsten Folge. Wieder getroffen. Ich fahre den Bagger runter nach Mainz. Achtung! In die Welch-Nonnengasse. Welch-Nonnengasse Mainz. Meter haben wir nicht. 2,75 sind wir breit, 4 Meter lassen wir drin, 75 Kilo haben wir auch nicht. 75 Kilo, genau. Nicht, 75 Kilo habe ich nicht. Ja, 53 wir machen, circa. So. Mittendrin in der Stadt. Ja, komm, was los, Meister? Wie schickt er mich denn? Ja, ich glaube, ich weiß, wie er mich schickt. Sie erreichen Ihr Ziel um 10.37 Uhr. Hier unten ist die Festung, hier, da wo dieser Bogen ist. Also die Strecke kenne ich, die lässt sich fahren. Lässt sich relativ gut fahren. Da haben wir auch schon mehrere Baustellen gehabt, aber halt hier, das hier mittendrin in Mainz, das wird lustig. Lustig. So. Meine Bagger geladen. Löffel ging dran. Zur Tiergreifer versucht. Vorne an der Schnellwechsler dran zu machen, ging nicht, die Bolzen gingen nicht raus halt, ja. Nächste Greife geholt, selber geht quasi grün. Also rein in die Werkstatt. Nochmal versucht, am Löffel ging alles wunderbar, Löffel, Bolzen rausgefahren, Schnellwechsel zu quasi, dass der Bagger arbeiten kann. Jetzt haben wir es 9.35 Uhr, eine gute Stunde in der
Werkstatt. Jetzt scheint alles zu gehen. Jetzt fahren wir mal da runter und gucken, wie wir gucken. Thank you.
wieder geradeaus jetzt, okay. Ziehen zwar nicht geradeaus, sondern auf dieser, auf dieser Hauptstraße. Super, das finde ich schon mal positiv. Umso mehr Platz hätte ich dann zum Abbiegen. Ich hoffe, dass die noch ein Stück bleibt. Das Geschäft mit der roten Schrift ist da hinten dran, muss es runtergehen. Zielfahrt macht auch keinen Sinn, ne? Aber da ist keine Busspur mehr, schade. Sind Schilder, ich würde absolut kriegen, dass ich da reinfahren kann. Hm. Ach doch, da ist ein Kreisel. Komm raus. Okay, geht doch. Alles gut. Bis hierher geht's mal. Da vorne links, wo das Fahrzeug von rechts oder wo das Fahrzeug reinfährt, da muss ich dann auch links. Fußgängerzaun oder was? Alter Schwede. Ob ich da fahren darf? Vorbei, es ist mein kurzes Stück. Mach mal die Beflaggung an auf dem Dach. Ich glaube, du warst doch schon drin. Okay. Sorry. Klinke mache ich jetzt auch mal an. Alter Schwede. Das ist doch schon irgendwas. Hau doch da mit dem Plan nicht so hin, ne? Weil hier links an die
an die Seite, dass die Fahrzeuge durchkommen. Und der Rest muss da halt per Achse fahren. So, komme ich hier später wieder raus. Heute waren wir es. Auto kommt durch. Ja. Beste Wetter wieder. Ne? So, Fallbewegung ist hier. Fahren wir einfach seitlich neben dran. Fahren wir eine Backe runter. Hol dann gleich noch den Löffel und dann hau ich wieder ab.
Autos stehen schon neben dran, ne? Wahrscheinlich der 926. Den lade ich, den bringe ich nach Rammstein Airbase oder auf die Airbase nach Rammstein. Ich weiß nicht, ob euch da noch dran erinnert. Da ist dann vorne drin im Wald, wo der 490 seinen letzten Abriss gemacht hatte bei uns. Der Hitachi. Da vorne rein muss der Bagger noch machen. Das machen wir jetzt noch. Das ist relativ entspannt zur Abwechslung. Musst halt die Airbase rein, aber das ist auch bis auf die Checkhalle, wo du dann reinfahren musst, die ist relativ schmal. Aber das geht auch wesentlich entspannter wie das hier eben. Thank you.
ist die Einfahrt ins Krankenhaus. Und direkt hier vorne drin im Waldstück. Da muss der Bagger wieder hin. Mal gucken, wie es da jetzt aussieht. Ob da überhaupt noch hinkommen. Da hinten dran muss ich. Okay, die beiden Container sind weg. Schlappe gucke, ob ich hier vorwärts reinfahre oder rückwärts. Ich stelle mich mal hier nebenhin an die Seite. Die linke Bahn. Laufen wir mal dahin. Schloss dran, super. Hallenschloss. Augenblick, mal gucken, ob ich das bringt. Krieg's nicht auf, ich muss telefonieren. Aber ich könnte mal hierher fahren, ne? Währenddem ich telefoniere.
Haus Weilerbach. Da werde ich jetzt den Long Reach laden. Und wenn der Wartung anzeigt, fahre ich den nach Hause. Und wenn der keine Wartung anzeigt, dann geht er irgendwo auf eine Baustelle. Das weiß ich aber noch nicht genau. Das erfahre ich dann. Laden hatte
fahre ich aber trotzdem erst nach Hause. Also der Bagger geht auf eine Baustelle, ich weiß immer noch nicht welche. Aber ich fahre jetzt, wie gesagt, erst nach Hause. Sattel um, lass den Long Reach auf dem Tieflader stehen und Ladenbrecher, der geht runter nach Imsweiler an den Tunnel. Schon in Position. Ich fahre jetzt rüber nach Sembach, hole noch ein Haltenband oder ein Austragsband oder wie man das auch immer nennen will oder tut. Das kommt auch hierher. Nur mal gucken, ob ich das auf der rechte Vierachse dran habe. Die Dreiachse ist ja noch beladen. Das da drauf passt, ob die Kettenbreite, ob das lichte Maß zwischen der Kette, ob das passt oder ob ich Holz unterbauen muss. Sehen wir gleich. So, auf dem Moment werde ich ja nicht rumkommen. Ne? Weg runter, hoffentlich konnten wir es noch sehen. Und andere Richtung wieder raus. Das Band steht in Sembach, weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe. Sembach auf unserem Lagerplatz. Lagerplatz. Passt. Gut.
gleich laden. Sorry, hab das Ding wieder runtergefahren. Ja, erster Gedanke, wie immer der beste. Tiesten ein Stück aus. Ach komm, egal, wird schon passen. Passt nicht. Fehlt eine Handbreit. Fehlt. Also jetzt wieder runtergefahren, jetzt hänge ich noch mal zusammen, 10 Meter aus, nur um sicher zu sein, und dann lade ich das Teil. Katastrophe. So. Also, nach Hause, den Long Reach doch abladen, habe ich alles wieder angehängt, ja. Ich habe das Tiefbett gerade zusammengeschoben und habe mal ins Brot gebissen. Okay. Glaubt man gar nicht, wenn man mich sieht, oder? So, fahre ich nach Hause, lade den Long Reach doch ab. Also stell den Tieflader weg, den Long Reach runter, dann lade ich den R30, der zu Hause steht, und der geht zu unserem Nachbar. Zur Nachbarspedition. Ich durch den Hof rüber.
kommt bei uns. Versuche ich zuerst. Das versuche ich zuerst. Wenn das nicht geht, und dann fahren wir außen rum. Natürlich an zu regnen. Also, komme ich hier hin und durch? Hier komme ich nicht vorbei. Ne? Der muss hier diese hohe Stütze muss der weg. Petze knappen. Seiten. Nee, da werde ich nicht durchkommen. Machen wir einmal außen rum. Die Kräne ein bisschen weiter vorne liegen würden, würde es reichen, aber so reicht es nicht. Seht ihr ja gleich. Sobald ich drin bin im Hof, mache ich das. Mache ich den Nerven der Blinke aus.
so ein Moment, wo man sieht, dass die Fernbedienung goldwert ist. So.
gucken, dass ich hier noch irgendwie vorwärts wieder rauskomme. Vielleicht kann ich auch hier durchfahren. Hier raus. Komme ich hier rum. Zahne kann, alles reicht. Alles gut. Alles gut. Beide. Mach die Tiefplatte ein bisschen sauber und dann sattel ich um. Lade ich noch den LH, den Long Beach, lade ich noch ab. Schiebe ich den Tiefladen wieder zusammen. Ja, dann ist auch Feierabend für heute. Wegräume. Heute habe ich keine Lust mehr. War anstrengender Tag. Viel Rennerei, viel draußen. Nicht viel gefahren. Ja, ich habe noch Tageslenkzeit.
Stunden und 21 Minuten. Das ist meine Tageslenkzeit. Ich mache jetzt Feierabend und bis morgen früh weiter geht's eh gleich.